Ciao, ciao. Bitte. So, schau her. Geld, Geld, Geld. Es geht immer nur ums Geld. Du, Maria ist heute Abend von ihrem Chef zum Essen eingeladen. Aha. Endlich mal was Solides. Also, soweit ich weiß, ist er verheiratet und hat 2 Kinder. Ja, na passt doch. Sag mal, was redst denn du da? Was denn? Was ist denn mit der Frau und den Kindern? Ja, ich meine, die sind getrennt. Na, sonst nicht. Vielleicht haben sie ein Problem und sind dann getrennt. Hallo? Was ist denn mit in guten wie in schlechten Zeiten? Ja, ich brauch da keine Belehrung. Jetzt, was soll denn das bitte heißen? Na, ich hab... Weißel? Wenn die Maria uns jetzt hören konnte, gell? Ich verstehe. Dann komm ich. Bis gleich. Ich muss leider. Du, wegen dem Satz vorher, da reden wir noch mal, gell? Ja, da reden wir noch mal. Heute Mittag? Vielleicht. Vielleicht. Übrigens, du hast recht gehabt, Entschuldigung. Es gab natürlich gute Zeiten. Schlecht. Auch ihre Sache, aber findet ihr nicht auch, wir sollten sie vielleicht warnen? Mhm. Wovor? Naja, der Klassiker. Du fängst noch mit deinem Chef an und dann irgendwann wird's kompliziert und dann am Ende muss einer gehen. Und das ist in der Regel nicht der Chef. Mhm. Die ist alt genug, die müsst du wissen, was sie tut. Ja, der Papa findet es ja offensichtlich super, dass sie was miteinander anfangen. Das habe ich so nicht gesagt. Endlich was Solides waren deine genauen Worte. Ja, das stimmt. Das ist gesagt. Papa, der ist verheiratet und hat 2 Kinder. Das habe ich ja nicht gewusst. Wer hat 2 Kinder? Hallo, wer hat 2 Kinder? Mein Chef hat 2 Kinder. Ach, das ist ja lustig. Der Markus hat auch 2 Kinder. Ja, wer ist denn der Markus? Ja, das ist mein Chef, der Dr. Geberlein. Der hat 2 Kinder. Ach so. Ja, und was ist jetzt mit den beiden Kindern von deinem Chef? Also, der lebt mit seiner Frau in Trennung. Und du kennst es ja. Für die Kinder ist das nicht gerade einfach. Also, ich muss dann. Theaterprobe. Vierte. Bitte euch. Ich muss auch los. Ich weiß leider nicht, wie spät es wird. Gibst halt einfach das Baby von der Mama, wenn sie wiederkommt, gell? Mach ich. Du und mein Chef, der hat jetzt was mit einer Angestellten angefangen. Ja, und am Ende musste sie gehen. Das ist wirklich tragisch. Ja, das ist tragisch. Ja. Ja. Bis später. Maria, die Mama hat gesagt, du hast eine Freundin, die beim Enzinger gearbeitet hat. Stimmt, ja, die Marlene. Mit der müsste ich mal reden. Schicke ich dir die Nummer. Tschüss. Servus. Meinst du, sie hat's gecheckt? Sicher bin ich mir nicht. Heute ist sie echt gut. Morgen. 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 Sehr schön für mich. Danke. Wo ist denn die Maria? Du, die schläft noch. Du bist offenbar spät geworden gestern. Hallo. Mhm. Antonia. Ja, da ist der Obst. Es gibt was zum Feiern. Hey. Papa, ich muss euch was sagen. Ich war ja gestern mit Markus aus, mit meinem Chef. Oje. Bitte? Hm. Und er hat mich ganz groß zum Essen eingeladen. Und ich habe schon gemerkt, dass er irgendwas vorhat. Auf jeden Fall hat er mir die Frage gestellt. Was? So schnell? Ja, du, der hat's gewusst. Schon als ich zur Tür reingekommen bin. Und was sagt deine Frau dazu? Die ist total begeistert. Ja, dann geht's ja. Das hat er dir gesagt. Na, das hat sie mir selber gesagt. Die war dabei? Ja, klar. Hab ich das nicht erzählt? Na, das hast du vergessen. Hast du nicht erwähnt? Oh. Also, auf jeden Fall hat er mir ein fast schon unmoralisches Angebot gemacht. Obwohl meine Probezeit noch nicht vorbei ist, möchte er mir eine Festanstellung geben. Oh. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Super. Gott sei Dank. Glückwunsch. Weißt du, was wir gedacht haben? Herzlichen Glückwunsch. Danke.